Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier eine Produktion hier vorstellen für Schokomüsli. Ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. Ja, das gute Stück kostet hier 110.000 Euro und Unterhalt beträgt hier 150 Euro. Du benötigst hier Honig, Rosinen, Zucker, Hafer und Schokolade, um hier Müsli zu erzeugen. Ja, wir finden das hier natürlich hier in der Kategorie Produktion. Und hier ist unser gutes Stück. Habe ich hier, wie man es schon sieht, hier schon mal aufgestellt. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier mal genauer an. Ich finde schon mal das Ganze sehr interessant, das Ganze. Sound ist eigentlich immer der gleiche, was hier da verbaut wird. Ein bisschen langweilig, muss ich wirklich sagen. Aber ich finde schon mal hier das Ganze schon mal soweit das sehr interessant. Ja, ist nicht neu, wie wir sehen. Hier überall ist hier der Zahn der Zeit, wie man so sagt, hier an den Objekt. Wir schauen uns natürlich das auch dann hier an, wenn es dann dunkel ist, wie das Ganze hier mit der Beleuchtung hier ist. Hier unsere Abladestelle. Schauen wir auch gleich hier. Sehen wir jetzt hier unseren Trigger. Da können wir unsere Ware, was wir hier anliefern, hier ja abgeben. Hier ist unser Spawnpunkt für die Paletten. Boah, ist das da laut, das Ganze hier. Wahnsinn. Ja, wir gehen jetzt gleich mal her und schauen hier in das Menü mal rein. So, dann sehen wir jetzt hier, habe ich schon mal aktiviert das Ganze. Wir haben hier schon ein bisschen was produziert. Ja, und wir haben jetzt hier einen Zyklus von 240 und ja, hier haben wir hier einen Monat, also 120 Euro steht mal hier geschrieben. Ein bisschen anders, das liegt je nachdem, was für einen Schwierigkeitsgrad du eingestellt hast, natürlich in deinem Game. Ja, wir gehen jetzt mal her, mal da raus aus dem Lärmpegel, das ist ein bisschen sehr laut. Wir spulen jetzt mal hier natürlich mal die Zeit mal vor, dass wir hier sehen, wie das Ganze natürlich dann hier ausschaut im Dunkeln. Da spawnt schon die erste Palette. So, steigen wir mal ein. Ja, fahren mal vor. Oh, wie wir hier sehen, die Paletten spawnen übereinander. Cool. Also es ist nicht eine Palette, sondern wir haben gleich hier zwei Paletten auf einmal. Da gehen wir mal ran. So. Schauen wir mal. Wir jetzt mal sehen. Also es geht doch relativ ratzfatz, wenn wir mal sehen. Obwohl ja nur mit 500er Geschwindigkeit jetzt hier. Ja, wir kriegen jetzt für eine Palette, was wir jetzt hier haben, hier dieses, also Schokomüsli, haben wir jetzt hier eine Einnahme von 6.706 Euro. Ja, dann schauen wir mal gleich natürlich hier. Ja, wir kriegen sie besten Preis natürlich am Supermarkt. Ist auch echt eine coole Sache. Steigen wir mal aus. Und jetzt kommt es langsam hier, wie wir sehen, mit der Beleuchtung. Finde ich auch ganz gut, dass wir das hier sehen. So sieht es dann hier im Dunkeln aus. Weil ja normal eine Fabrik arbeitet ja auch jetzt hier, wie wir sehen, auch in der Nacht. Schade finde ich hier, dass also das Firmenschild, das hier nicht beleuchtet ist. Weil normal eine Firma, was auf sich Wert halt hat, auch hier die großen Tafeln drauf von den Namen von Firmen natürlich hier auch beleuchtet, würde ich mal sagen. So sieht das Ganze jetzt da aus. Er macht das jetzt hier übereinander. Könnte meiner Meinung nach hier auch so zwei Reihen machen natürlich. Aber das bleibt ja jeden Modder selber belassen, wie er sein Mod natürlich hier kreiert natürlich. Ja. Jetzt schauen wir uns unsere Lok mal an. Da sehen wir jetzt hier, ah, unsere Lok hier ist ja fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video natürlich gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.